Hey ho! Da komme ich von der Arbeit nach Hause und was erwartet mich da? Ein Stapel Pakete! Meins? Oh, da ist eins für Schatzi dabei. Also habe ich bloß zwei bekommen. Das untere und das Paket. Ich weiß schon, was drin ist. Ihr werdet es gleich erfahren. Um was geht's heute? Grill-Junkies Hardware-Ecke. Ja, Vorstellung vom Case und sonst nichts. Ah ja, doch, ein paar Gedankengänge, was rein soll, was definitiv reinkommt. Und ja, ich habe immer noch keinen Namen für die Videoserie. Da muss ich mal jetzt noch was überlegen. Aber bevor wir hier jetzt weitermachen, gehen wir noch mal gedanklich zurück zum letzten Video. Da hat ein Kollege geschrieben, ich soll doch zeigen, noch mit unseren Äpfeln und was mit dem Saften. Jein. Da gehen wir jetzt ganz kurz hinter und zeige ich euch die Ausbeute von unseren Bäumen. Also, es sind ein paar Säcke geworden. Und die werden jetzt weggebracht zum Saften. Dann wird es in ein großes Fass abgefüllt. Ja, wenn das gepresst ist, wir machen Apfelbirne. Und dann tun wir das ganz normal einkochen, wie gehabt, wie wir es auch in dem anderen Video gezeigt haben. Also von daher wird es da nicht viel Neues geben und ich glaube, da muss ich jetzt nicht extra nochmal ein Video machen. Im Prinzip haben wir es ja schon gesehen. Ja, und wie gesagt, die kommen weg zum Saften und achso, von dem Baum da hinter der Grillkota, der beim Nachbar drüben steht, kriegen wir auch noch ein paar Äpfel dazu. Und ich glaube, das wird uns dann ausreichen. Gut, aber jetzt zurück zu meinem Paket. Ich bin jetzt so kackfrech und packe das Paket von meinem Schatz auch einfach raus. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Heiligsblechle. Heiligsblechle, Leute. Seht ihr das? Lauter solche 3-Liter-Beutel. Und weil da ja auch noch die Frage war, wo man das bestellen kann. Hier. www.genussecke-seit.de. Nochmal richtig schön in die Cam halten. Bitte schön abschreiben. Somit, ja, wisst ihr Bescheid, wo man das herkriegt. Tja, müsste ausreichen für 150 Liter Saft. Gut, wo fangen wir hier an? Mit dem kleinen Paket. Tja, und was kommt hier raus? Ein Rock Strix Riser Kabel. Für alle, die nicht wissen, was das ist, dass man eine Grafikkarte vertikal reinstellen kann. Ja, das wird auch noch gebraucht. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das Video nennen soll. Und jetzt zum großen Karton. Jetzt kommt's, Leute, jetzt erfahrt ihr, was für ein Tower. Naja, vielleicht hat das ja jemand spioniert. Bei uns werde ich das Ganze verlinken. Und ich hoffe, der ist mal komplett in Ordnung. Ein Define S2 Vision RGB von Fraktal Design. Tja,
kleckern und nicht klotzen. Ne, klotzen, nicht kleckern ist die Devise bei dem PC-Bau. Und jetzt weiß ich, wie ich die Videoserie nenne. Mein Traum-PC 2020. Genau. So heißt es. Modding extrem. Weil das könnte man sagen, dass wir machen. Packen wir aus und schauen wir uns an. Tower oben. Kann man den noch reintun. Und dann kann man hier dann ja, noch Lüfter reinsetzen. Einen Kühlkörper für Wasserkühlung und dann gibt es hier eben dafür ein extra Gitter, da fällt aber dann halt die Scheibe weg. Tja, einen Tod muss man sterben. Was haben wir hier drin? Ah ja, die Anschlusskabel. Okay. Wer weiß, ob ich die überhaupt brauche. Och Mann, was habe ich mir da angetan? Ah ja, da ist eine Folie drauf. Das ganze Glas macht den Kasten natürlich etwas schwerer als ein normaler PC. Also ihr könnt unten auf den Link klicken, da kommt er dann direkt auf die Seite, wo der PC zum Sehen ist, der Tower. Aha. Das scheint der Reset-Taster zu sein, an, aus, USB 2.0, USB 3.0, Kopfhörer und Mikrofon. Hinten braucht man bloß draufdrücken, dann kommt der Deckel schon hoch. Und da kann man dann eben das andere Gitter einsetzen, wenn hier oben dann ja, der Radiator von der Wasserkühlung reinkommt. Wahrscheinlich wird es dann auch so laufen. Das Seitenteil ist geschraubt. Die Steuerplatine für die RGB-Lüfter ist dabei. Ja, Leute. Das ist jetzt mein neuer Tower und das wird Modding vom Feinsten, kann ich euch bloß sagen. Das Ding wird mal richtig, richtig, richtig geil. Ja, aber wir hocken uns jetzt nochmal auf die Bank und quatschen, was ich sonst noch so vorhab. Und dann kann ich euch auch zeigen, was für eine Grafikkarte reinkommt. Geht ja schon wieder weiter. Also, wie gesagt, die Grafikkarte wird hier vertikal reingebaut. Und warum habe ich mir hier dieses teurere Riser-Kabel von Asus ROG Strix, ich hoffe, das spricht man so aus, gekauft? Na, ganz einfach, dieser komplette PC wird sehr Asus-lastig werden. Das kann ich jetzt schon verraten. Und nein, es kommt keine 3080 Grafikkarte rein. Warum auch? Ich habe mir im Dezember, Januar ja erst diese GeForce RTX 2070 Super OC gekauft und die muss mindestens für 2 bis 3 Jahre gut sein. Mhm. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Und das sehe ich nicht ein. Was habe ich sonst vor? Der Rechner, wie gesagt, wird Asus ROG Strix lastig. Netzteil
kommt ein Corsair RM 850 rein mit Sleeved Kabel. Ja, irgendwie so heißt es. Das sind, ach, das zeige ich euch dann alles, wenn es da ist, das Material. Also optisch macht es dann einen richtig schönen Eindruck. Es wird dieses Mal ein AMD-Rechner werden. Warum habe ich mich für AMD entschieden? Naja, mehr Kerne, besser zur Videobearbeitung. Das ist der Hauptgrund, weil das bisschen, was ich noch zock, da reicht mir das vollkommen aus. Jo. Dann habe ich ein bisschen wieder was verraten. Ich habe Unterstützung bekommen von privater Seite. Ja, deswegen wird das Ganze jetzt schneller gehen, als wir gedacht haben, dass der PC dann in abgespeckter Version fertig wird und läuft. Also mit ein paar Einschränkungen, was aber dann später definitiv noch aufgerüstet wird. Und ja, so kann ich mir den nämlich fertig bauen. Ey, ein Traum. Also das Gehäuse ist wirklich ein Traum. Wow. Dann die ganzen Komponenten drin. Dann die RGB-Beleuchtung. Das wird ein schmackhaftes Rechner. Rechnerlein. Ja. Was wäre noch dazu zu sagen? Ja, eben Grafikkarte, Netzteil übernehme ich von meinem alten PC. Ein paar Festplatten werden vom alten PC übernommen. Oh. Warum habe ich mich für dieses Gehäuse entschieden? Ist ja nicht gerade unbedingt das günstigste. Ganz einfach, ich habe tagelang gesucht, recherchiert, verglichen, angeguckt. Dann habe ich auf Laufwerksschächte geachtet. In den bringen wir jetzt 3,5 Zoll Festplatten rein. Die werde ich auch brauchen, die Schächte. Und mindestens zwei SSD-Platten. Mhm. Ja, und das reicht vollkommen aus. Plus noch die M2-Steckplätze auf dem Mainboard, wovon einer ja gleich bestückt wird. Oh, habe ich schon wieder was verraten. Und der zweite lässt dann noch auf sich warten. Ja, das ist zum Beispiel was mit Einschränkungen, was ich gemeint habe. Okay. DVD, CD-ROM, Brenner, Laufwerk, kommt keins mehr rein. Braucht man eigentlich auch nicht mehr. Da besorge ich mir dann vielleicht noch ein Gehäuse, ein externes oder gleich ein komplettes Laufwerk. Die kosten auch nicht mehr die Welt. Mhm. Und ja, dann heißt es abwarten, bis die nächsten Pakete kommen. Morgen, übermorgen. Ja, und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist jetzt alles geordert, um das Ding aufzubauen. Aber wenn ich den eben aufbaue, da brauche ich dann ein bisschen Zeit. Und ja, ob ich am Wochenende dazukomme, weiß ich nicht. Das wird man sehen. Also ich denke, dass es 3, 4, 5 Videos werden in dieser Runde, bis der PC lauffertig dran steht. Und dann wird es noch Erweiterungsvideos geben. Wie gesagt, Grilljunkies, Hardware-Ecke. Das war jetzt die erste Information dazu. Mit Tower, Grafikkarte, was ich so vorhab. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, stelle ich das Ding auf die Seite.
Lang wird er mit Sicherheit nicht rumstehen. Und warten wir, bis der Rest kommt. Und ich wieder ein Video mache dazu. Mal schauen, vielleicht machen wir ja heute noch mal was zum Essen. Okay. Mehr fällt mir im Moment nicht dazu ein. Ich muss mich erst mit dem Tower komplett auseinandersetzen, bevor ich hier jetzt mehr vorführe. Ich habe keinen Bock, irgendwas runterzuschmeißen. Aber ich kann schon sagen, das ist ein geiles Teil. Mir gefällt er. Und seid gespannt, wie es weitergeht in der Hardware-Ecke. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.